Wenn du dich für eine Armbrust interessierst, dann solltest du das Video bis zum Schluss anschauen, denn ich habe was Neues für dich. Das ist die Steamboostinger 2. Eine taktische Repetierarmbrust mit 6 Pfeilen, einem integrierten Schaft, der das Schießen komplett neu definiert. Schau kurz zu. Spannen, schießen, spannen, schießen. Und das kannst du in einer Kadenz machen, die absolut irre ist. Und wenn du ausgeschossen hast, dann machst du diesen Deckel hier auf und nimmst deinen Speedloader. Da sind die Pfeile vorgelegt. Nimmst es, gibst es ins Magazin rein, hältst es fest, machst einmal klack und wieder zu und schießt ganz einfach weiter. Ich finde das absolut genial, und wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, ob es auch etwas für dich ist, wo die Vor- und Nachteile liegen und warum ich so absolut von dem angefixt bin, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Dieses Video ist eines meiner liebsten Videos. Obwohl ich es noch nicht gemacht habe, weiß ich das jetzt schon. Und zwar, weil ich ein Produkt habe, das einfach absolut abartig genial ist. Das ist die erste Stinger in Polymerausführung. Die habe ich schon mehrfach vorgestellt. Ist ein absolut geniales Teil. Aber es ist halt so, das ist eine Pistolenarmbrust. Und viele unserer Kunden, und wir haben sehr, sehr viele draußen, haben gesagt, du, das Aufspannen, das ist irgendwie schwierig. Und das mag natürlich für den einen oder die andere stimmen. Und das andere ist, auch das Anvisieren funktioniert natürlich extrem gut, also mit dem Ding kann man sehr gut schießen, aber wenn du einen Schaft hast, einen Anschlagschaft, geht das Schießen noch einmal ein bisschen besser. Und daher gibt es von Steambow nun in Eigenproduktion, das heißt auch der Unterteil, alles kommt von Steambow und ist von Steambow designt. Dieses Ding hier, die AR Stinger 2, und das Ding ist so genial. Es definiert das Schießen auch neu. Ich glaube, das hast du im Intro schon gesehen. Du hast das Magazin, das ist jetzt nicht verändert, das ist genau dasselbe Magazin, so wie bei der Stinger 1 in Polymerausführung. Du kannst hier laden, 6 Pfeile, Botkin, die habe ich schon einmal in einem eigenen Video vorgestellt. Dann kannst du laden, wenn du dich traust oder es ja, für sinnvoll erachtest, diese Broadheads hier, auch die passen hier rein. Das ist bei manchen anderen Armbrüsten nicht so einfach möglich. Dann einen Botkin und dann wollen wir doch einmal einen Übungspfeil auch mit einbauen. Und das Ganze kannst du jetzt 6-mal einlegen und ich zeige dir dann natürlich auch noch den Speedloader. Das macht die Sache noch einmal ganz interessant. Das Ding ist insgesamt, und das kann ich da gleich einmal dazu sagen, obwohl es nun einen Schubschaft hat, ja, der natürlich auch einstellbar ist, das heißt, du kannst den an deine Länge anpassen und das macht einfach beim Schießen viel mehr her. Ist das der Unterteil total anders. Als ich das Ding rausgenommen habe aus dem Karton, habe ich mir gedacht, hey, was ist da, warum ist das so leicht? Warum ist dieses Ding so leicht? Und das liegt daran, dass ich die Stinger 1 gewohnt bin und da ist der Unterteil, ja, ein Metallteil, so ein Aluguss, irgendwas. Ist auch gut, ich mag das Ding total, ich liebe es, aber seit ich die in der Hand habe, interessiert es mich nicht mehr so. Es tut mir leid. Das ist viel leichter. Es ist extrem führig und dieser Schaft, den man natürlich auch abschrauben kann, also man kann es noch immer als Pistolenarmbrust verwenden, der macht das Ganze noch einmal fürs Schießen total genial. Was ist noch neu? Hier hinten hast du eine komplette, ja, eine komplette Schiene und dieser Unterteil, der ist eben nicht mehr Metall, sondern ist auch Polymer. Das kannst du dir so vorstellen, wenn wir in den Waffenbereich gehen, eine Glockpistole, die ist auch aus diesem Material gemacht. Und es gibt dann noch ein paar Tuning-Aspekte, aber das alles da rein, aber sonst ist es viel, ich bin jetzt schon ganz aufgeregt. Und in diesem System hier ist natürlich auch der Laser eingebaut, aber der ist standardmäßig gar nicht dabei, denn da ist ein Dummy eingebaut, man kann aber gegen kleines Geld, billige Eigenwerbung, natürlich gibt es das alles bei mir im Shop, gebe da unten den Link übrigens. Meine Kunden werden verwöhnt, aber dazu später. Ist hier ein Leuchtkorn eingebaut, das ist jetzt auch neu. Und das macht das Ganze extrem führig, extrem intuitiv zum Schießen und extrem viel Spaß. Auch der Unterteil ist komplett neu, komplett neu. Diese kleinen Kinderkrankheiten, die nicht allzu groß waren, muss man auch dazu sagen. Die Stinger 1, die funktioniert schon extrem genial. Also das ist schon ein super Teil. Die ist noch einmal so antik besser. Und das macht einfach irrsinnig Spaß.
Leuchtpunktvisier kannst du hier montieren. Es gibt auch die Möglichkeit, den grünen Bogenlaser oder die Lampe drauf zu montieren. All das ist im Endeffekt ganz genau gleich. Aber es gibt jetzt auch andere Wurfarme, die einfach mehr Power haben. Aber das schauen wir uns auch an einer anderen Stelle an. Du kannst hier noch weiteres Zubehör montieren. Das Ding schaut auch einfach extrem elegant und spacig aus. Ich bin ganz verliebt. Das nächste ist, das ist ein Teil. Das ist einfach extrem vernünftig ausgebaut. Und was mir extrem Spaß macht, das ist das Schießen. Schau mal her. Während ich jetzt hier bei dieser Stinger, ich mache jetzt Folgendes. Ich habe jetzt mein linkes Bein vorne und mein rechtes Bein ist hinten. Ich drücke hier diesen Hebel, das ist wichtig. Und dann schiebe ich die Armbrust nach hinten und gebe sie nach vorn. Und ich bin schon im Ziel. Ich habe den Schaft gar nicht rausgenommen. Ich bin schon im Ziel. Und was mache ich? Ich bleibe mit dem Schaft im Anschlag, ziehe nach unten. Das ist so genial. Das ist wirklich so genial. Also das macht das Schießen ganz einfach komplett neu. Das heißt, ich kann auch aus der Bewegung daneben. Schießen und zwar extrem schnell und das macht neue Schussmöglichkeiten auf. Wenn ich an IPSC-Schießen aus dem Pistolenbereich denke, wo man dynamisch aus der Bewegung schießt, dann kann man das jetzt und besonders mit dem Teil ist dieses Ding jetzt einfach absolut genial. Weil das bringt mich fast zum Weinen. Dieses Teil hier, auch von Steambo und gibt es natürlich auch bei mir im Shop, ist ziemlich simpel. Schau mal her, du nimmst die Bolzen und steckst die da so rein. Das ist einmal eine Möglichkeit, du kannst sie so einbringen. Oder wenn du einen Broadhead hast, der natürlich auch geht, dann würdest du den so einhängen und dann nach unten schieben. Und das hält jetzt ja, mit den Vanes, also mit diesen Federn sozusagen, ja, mit diesen Stabilisatoren, hält das den Bolzen, den Pfeil, ja, in der richtigen Position. So, und so sind sie jetzt. Dieses Teil hier oben, das brauchen wir aus dem Grund. Warum brauchen wir das? Damit wir dann den Schnellspanner rausziehen können. Die gibt es in einer 5-Schuss- oder 5-Pfeil-Variante und in einer 6-Pfeil-Variante. Ich habe jetzt hier die 5-Pfeil-Variante, weil die beim dynamischen Schießen noch ein bisschen schneller und einfacher geht. Du nimmst es und schiebst es hier ein und dann stecken die Pfeile schon drin. Und jetzt gehst du her und ziehst nur mehr an. Du ziehst nur mehr an und hast dann diesen Teil hier in der Hand, den du einfach ja, fallen lassen kannst. Und dann machst du hier den Deckel zu und bist sofort wieder schussbereit. Ist das super. Das ist absolut irre, dass man auf so eine Idee kommt. Ich finde das absolut großartig. Und jetzt, wie gesagt, aus dem Anschlag schießen. Jetzt ist es so, ich gehe ein Stück weg. Schau mal her. Linker Fuß vorn, rechter Fuß nach hinten. Und ich ziehe hier nach vor. Und hier in dieser Position ist die Armbrust sicher, wenn ich sie so festhalte. Denn selbst wenn nun diese Sehne losgehen würde, aus welchem Grund auch immer, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber wenn es passieren würde, würde erstens, halte ich das Ding total fest, also es kann nicht losgehen, und auf der anderen Seite zeigt der Pfeil in den Boden rein, nicht auf mein Bein. Und jetzt gehe ich her und schiebe es nach vor und es zeigt nie auf meinen Körper. Es ist total sicher. Es zeigt nicht auf meinen Körper. Und dann klacke ich hier ein und bin wieder schussbereit. Yeah! Alle technischen Daten findest du natürlich billige Eigenwerbung in meinem Shop, gebe ich da unten den Link dazu. Und alle, die das Teil bei mir kaufen, kriegen auch so wie immer eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo ich herzeige, wie man das Ding wartet, wie man es zusammenbaut, wie man es auseinanderbaut, welche Fehler entstehen können. Wobei, es gibt fast keinen Fehler, außer, dass du so abartig viel schießt, dass die Sehne kaputt wird. Denn das wird passieren und das ist mir schon passiert, weil ich einfach so viel geschossen habe. Das ist einmal das eine. Das andere ist, komm auch auf meine Webseite, es lohnt sich. Ich zeige dir ein Video mit einem Durchschlagstest. Ich zeige dir, wie man mit dem Pro-Bogen, es gibt nämlich einen Pro-Bogen, der einfach extrem viel Power hat. Auf Distanz schießen wir in diesem Video und ich zeige dir auch die Durchschlagskraft. Komm auf meine Webseite, das ist ein exklusives Video für die Leute, die in meinen Shop kommen. Das heißt, klick drauf unten auf den Link kommst du in meinen Shop und kannst du das Video mal anschauen. Das Ding ist einfach absolut
Absolut genial. Weil ich mir sicher bin, dass die Frage kommt und es vielleicht den einen oder anderen gibt, der nicht mit dieser dynamischen Schießweise schießen will. Ist total okay. Man kann es natürlich auch, und das ist jetzt zum Beispiel für es waren meistens Damen, die gesagt haben, sie haben das Problem mit dem Spannen. Und das hat meine Frau, die Manuela, auch mit der Stinger 1. Mit der Stinger 2 ist das ganz einfach nicht mehr so, weil du einen anderen Hebel hast. Das heißt, du kannst die Armbrust klassisch, so wie wir das kennen, so halten und dann nach unten schieben. Und das merkt man einfach. Das ist klicki-klacki. Schafft auch meine Frau, und das ist ein ganz großer Vorteil. Und wenn das nicht schon genug wäre, es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze etwas zu customisieren. Was heißt das? Mit anderen Farben, ja, zum Beispiel in Oliv, ja, auszustatten. Aber das zeige ich in einem anderen Video her, das wäre jetzt zu viel. Ich glaube, dass der absolute Irre-Faktor sowieso schon bei dir gegeben ist. Ich bin der Meinung, dass diese Armbrust, das Armbrustschießen als solches revolutioniert. Denn wenn ich das vergleiche mit anderen Armbrustsystemen, die man nach vorschieben muss und dann nach hinten ziehen muss, die auch cool sind, gibt es überhaupt nichts, ja, gibt es auch bei mir im Shop. Aber das ist eine andere Art und Weise, wie schnell man sein kann. Und wie knapp du im Endeffekt mit diesem Ding hier unterwegs bist und dabei bist. Das ist einfach, da kann kein anderer mit sonst irgendwas mit. Das ist einfach absolut irre. Hier jetzt, bei dieser Armbrust, das ist auch im Vergleich zu Stinger 1 Polymer anders, ist keine Sicherung mehr verbaut. Das heißt, du kannst einfach durchschießen. Und wenn man jetzt sagt, ja, aber das ist doch gefährlich. Das ist nur dann gefährlich, wenn du den Abzug betätigst oder irgendetwas von da unten drauf schlägt. Ja, aber das ist eine taktische Schnellschussarmbrust, die einfach zum Schnellschießen da ist. Und jedes Mal diesen Hebel nach vorschieben, ist einfach langweilig. Aber wenn du jetzt, und das ist nämlich der nächste Punkt, das ist auch eine Frage, die ganz häufig war, nämlich jetzt zu sagen, ich habe jetzt aufgespannt und will jetzt doch nicht schießen. Bei anderen Armbrustsystemen ist das gar nicht mal so einfach, aber bei der hier ist es Pipifax. Und zwar, du nimmst den Schaft und ziehst den nach hinten und klemmst das Teil hier an dieser Stelle ein. Ja? Okay? Ziehst es nach hinten, ja? Und klemmst da wirklich ein. Also ich mache das zumindest so. Bitte aufpassen, ja, wenn du das machst. Und dann, da darf jetzt kein Pfeil mehr eingelegt sein, wobei es wäre eigentlich egal. Dann ziehst du das Ding ab und lass es ganz langsam nach vorbringen. Okay, ich zeig's nochmal her, weil es so cool ist. Das heißt, ich sag, oh ja, ich möchte auf meinem Schießstand schießen. Aber eigentlich ist doch kacke, eigentlich schon so viele Leute zu. Dann nehme ich den Pfeil heraus, ja, dann machst du die Deckel auf, wirfst raus, nimmst das Teil, spannst es hier nach hinten her, ziehst ab und nimmst es nach vor. Und das kann jeder. Das kann auch eine Frau, das kann jeder. Stinger 2, ich liebe dich. Ja, alles hat einen Anfang und ein Ende. Und die Stinger 1, ich habe dich wirklich gern gehabt und ich werde noch trotzdem manchmal mit dir schießen, aber seit ich jetzt meine neue Liebe gefunden habe, ist es ganz einfach so. Also, ich fasse zusammen. Du kannst mit den Schnellladern unterschiedliche Bolzen miteinander laden. Du hast hier die Möglichkeit, wirklich sehr, sehr schnell und effektiv nachzuladen, was einfach irrsinnig Spaß macht. Das kann man gleich einmal so dazu sagen. Das nächste ist, durch dieses Schaftsystem ist einfach mehr an Sicherheit, einerseits beim Entladen, beim Entspannen, aber auch beim Schießen möglich. Die gesamte Plattform ist komplett neu entwickelt. Mit allem, was es gibt, mit der gesamten Erfahrung, die über die Jahre tausendfach, seit es die Stinger gibt in der Metallversion, dann in der Polymerversion und nun in der Stinger 2 Polymerversion. Einfach alles angepasst, was es so gibt. Das Ding ist meiner Meinung nach absolut perfekt, auch vom Unterteil. Es ist einfach großartig. Und wenn du das willst, wenn du da dabei sein willst, dann komm in meinen Shop. Ich habe eine begrenzte Anzahl von diesen Stingern ergattern können. Das heißt, wenn du eine willst, dann würde ich zuschlagen, denn ich bin mir eines ganz sicher, es wird extreme Nachfrage geben. Alle, die diese Stinger bei mir kaufen, kriegen eine exklusive Anleitung, wie man sie wartet, wie man sie pflegt und wie man sie zusammenbaut und auch wieder auseinanderbaut. Und wie man sie einschießt, wie man das Leuchtpunktvisier einschießt, wenn man eines dabei hat, wie man den Laser, wie man die Lampe montiert, einfach alles, weil ich will, dass du einfach Spaß an dem Ding hast. Und das Beste ist, wenn du einfach nur mal schauen willst, welche Power da dahinter steckt, nämlich auch mit dem Pro-Bogen, auf welche Distanzen man schießen kann, dann klick unten auf meinen Link, komm auf meine Webseite und schau dir an, was das Ding zu bieten hat.
Ich kann da nur sagen, es ist absolut genial. Es ist absolut genial. Wenn du Fragen hast, stell sie mir sehr, 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 sehr gerne hier oder auch gerne direkt in meinen Shop, denn wir haben eine eigene Frage- und Antwortfunktion. Wir sind für dich da. Nutz die Möglichkeit. Ich kann dir nur sagen, das Ding ist absolut, absolut genial. Liebes Leute von Steambo, ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ihr habt es mit dem wirklich den Armbrustmarkt auf der einen Seite revolutioniert und ich mag euch dafür danken. Daumen nach oben. Jetzt bist du dran. Schreib mal unten einen Kommentar, was du davon hältst. Ob du auch so aufgeregt bist wie ich. Daumen nach oben oder nach unten, wenn du wieder magst. Abo dalassen, da geht es direkt in meinen Shop. Schau dir das Video an. Schau dir die Durchschlagskraft und die Kadenz und das Weitschießen an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dein Reini Rossmann. Bis dann und ciao, ciao.